Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Watch Dogs. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du tust. Du durchtrennst die CDOS-Zeitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unseren Code im CDOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert DSAC die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal gerade kurz 30 Sekunden warten. Weiß ich nicht genau, ob wir das wirklich tun müssen jetzt, aber ich glaube, sie haben es schon hochgeladen. DeadSec anscheinend hat sich da eingemischt. Sehr interessant. Na gut, wir hacken das Ganze hier mal. So, jetzt dürfen wir auch. Ich hoffe, diesmal ist die Firewall durchbrochen. Ja, tatsächlich. Nee, das geht nicht. Es geht nur so. Das führt sowieso ins Nichts. So, dann brauchen wir das hier. Und das hier. Sehr schön. Dann hätten wir das hier. So, dann hätten wir das hier. Dann hätten wir das da noch. Und das da. Und das da. Sehr schön. Das war jetzt zwar ein bisschen mehr Zufall irgendwie, aber naja. Da ist die nächste Kamera. Und haben wir jetzt zufällig noch so ein schönes Video, was hier sonst immer noch so ist. Ne, diesmal nicht. Oh Mann, ey. Dann werden wir wohl letztendlich ein für alle Mal in das CTOS-Netzwerk eindringen und es hoffentlich zerstören. Noch ein letzter Sicherheitsmechanismus. Und wir befinden uns im Satelliten. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Timo und das ganze System rüben. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Oha. Dann wollen wir es mal abschalten, würde ich sagen. Oh Mann, ist das krass spannend. Aber geil aussehen tut's schon. Und das Licht ist schon wieder an. Nee, es geht gerade aus. Es flackert wohl. Eher gesagt. Und ein CTOS-Blackout. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal dauerhaft. Und jetzt müssen wir ihn mit einem Boot erreichen. Aha, warum das? Weil er sich auf einer Insel verschanzt hat. Schätze ich mal. Na, da unten haben wir ja genug. Oha, das war fast ein bisschen hoch. So, dann suche ich mir mal einen wunderschönen Flitzer aus, ne? Da vorne hätten wir einen. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt das bestimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe Damien allerdings auch als ein sehr großes Problem sogar. Und wir müssen ihn jetzt ein für alle Mal eliminieren. Da hinten bei dem Leuchtturm sehr, sehr krass. Oh Mann, ja, Schuld ist, glaube ich, immer eine sehr interessante Frage, aber vielleicht auch gar nicht eine Frage, die man sich stellen muss. Da ist der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Aber das ist auch wieder eine sehr philosophische Frage, von daher wollen wir die mal gerade erstmal auf die Seite stellen und uns jetzt erstmal hier Damien widmen, den wir jetzt ein für alle Mal eliminieren müssten. Und wir sollten uns vorher vielleicht mal mit ein paar Waffen ausrüsten. Köder ist jetzt gerade nicht wirklich das, was ich brauche. C2S-Scan, Blackout brauchen wir gerade, glaube ich, sowieso nicht. Dann haben wir hier Annäherungs-USV 6 von 8, reicht. USV auch 6 von 8. So, CTOS-Scan und Splittergranate stelle ich mal noch so viele her wie möglich. So, und dann nähern wir uns mal dieser Insel. Ich weiß ja nicht, ob der da noch ein bisschen Wachen aufgestellt hat. Ziemlich geil sieht das ja schon aus. Na, wir müssen drum herumfahren.
natürlich ganz offiziell einfach mal an die Anlegestelle fahren, damit es so möglichst unauffällig ist. So, dann wollen wir mal diese Gefahr ein für alle Mal ausschalten. Sieht aber nicht so aus, als ob hier Wachen wären. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan, aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Oh Mann, ey, der Typ ist echt geisteskrank. Na, dann wollen wir mal... Oh, wir kommen hier gar nicht rein. Doch. Finden Sie Damien. Wo hast du dich versteckt? Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Dann wollen wir mal hier hochklettern. Und hier ist er auch noch nicht. Aber er hat keine Wachen aufgestellt. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Oh Mann, ey. So, wie kommen wir hier hoch? Die letzte Leiter. Auch noch erklimmen. Komm schon. Raschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla, bla, bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt ja was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Oh Mann, was passiert jetzt? Oh nein. Und er muss auch dran glauben. Mitten ins Auge. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Ja, und ich glaube, das war's dann auch fürs Erste von diesem Let's Play Watch Dogs. Aber wir wollen es nicht ganz so einfach vorbeigehen lassen, denn ich möchte noch ein paar letzte Worte an euch, meine Zuschauer, verlieren. Noch einmal, Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen.
Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Interessant. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0. Macht smarte Städte noch smarter. Wenn sich das nicht mal nach einer Fortsetzung anhört. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch? Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erfahren. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. So. Netzwerk hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unsere Ruf von Schwächlingen und stark geschaltet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Während sich Chicago noch von den schockierenden Enthüllungen im Mordfall Rose Washington und dem Tod des Bürgermeisters erholt, ist das Interesse an Politik und Wahlen erloschen. Einer der Namen, die für Chicago gehandelt werden, ist der von Blooms PR-Chefin Charlotte Gardner. Ihre Unterstützer meinen, dass Miss Gardner die Glaubwürdigkeit wiederherstellen wird, die Chicago dringend braucht. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordy könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet. Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Ah!
Schuhe für tot. Oh Mann, jetzt müssen wir uns entscheiden. Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Ob wir ihn töten oder ob wir weggehen. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Das ist hier die Frage. Und ich stelle die Frage auch mal gerade an euch. Es gibt keinen Letzten. Wie würdet ihr entscheiden? Würdet ihr schießen? Oder würdet ihr ihn leben lassen? Ich hab dich gewarnt. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Du glaubst, es ist vorbei? Nein. Aber jetzt können sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon! Nein, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde ihn nicht erschießen, sondern ich werde ihn seinem Schicksal überlassen, und ich denke, er wird sowieso nicht lange überleben. Denn ich glaube, die Gang, die er angehört, wird ihn nicht mehr aufnehmen wollen. Deswegen werde ich jetzt weggehen. Mach's gut, Maurice. Vielen Dank für deine Hilfe. Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Er bekommt seine zweite Chance. Und ich auch. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch letztendlich von diesem Let's Play. Ja, ich wurde vorhin schon mal von dieser Nachrichtensprecherin unterbrochen. Habe ich wahrscheinlich irgendwie zurechtgeschnitten. Aber ich muss doch mal ganz ehrlich sagen, mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Das Ende war echt ein sehr, sehr geiles Finale. Mit Jordi, der einen anderen Auftraggeber anscheinend hatte. Und Damien Brangs, mit dem alles begonnen hat. Ja, das war doch echt mega, mega geil. Mir hat dieses Let's Play wirklich so mega Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und auch diesen Abspann vielleicht noch mit mir zu Ende anschaut. Denn mir hat es wirklich super Spaß gemacht, wie bereits gesagt. Aber ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie hat es denn euch eigentlich gefallen. Das würde mich nämlich auch mal sehr interessieren. Und ich glaube... Ja, ich glaube, das war's dann tatsächlich erstmal. Aber das ist ja noch nicht ganz das Ende von Watch Dogs. Denn wie bereits angekündigt, wird noch ein kleiner digitaler Trip-Special folgen. Und zwar von dem Alone-Trip. Das ist ja dieser Art Apokalypsen-Modus. Und da werde ich noch ein paar Folgen von aufnehmen. Mal schauen, wann ich das mache und wann ich die veröffentliche. Denn ihr wisst ja Bescheid, das war ja das Let's Play, was nach... Nee, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Was während meines Auslands ja lief, beziehungsweise gelaufen ist. Und, ja, und deswegen würde ich jetzt auch, glaube ich, sagen, mein Auslandsjahr ist wahrscheinlich sogar schon vorbei. Denn wir haben jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, es ist die 68. Folge oder so. Tatsächlich, 68 Folgen ist schon echt krass, wie lange wir hier dran Spaß hatten. Also ich zumindest, ich hoffe natürlich ihr auch. Und ich glaube, dieses Auslandsjahr war bestimmt eine schöne Zeit für mich. Und deswegen schaue ich mal, wann da dieser Alone-Modus erscheinen wird. Ja, aber wie gesagt, ich wäre mal sehr interessiert, wie euch dieses Let's Play gefallen hat. Mir hat's mega gefallen, auch wenn vieles sehr blutig war und auch vielleicht sehr grausam, aber ich denke, so ist es nun mal teilweise, und ich denke, weiß ich nicht, wie es genau ist, aber vielleicht geht's da ja wirklich so zu in Chicago. Ich war da bisher noch nicht. Ist natürlich, solltet ihr euch in Erinnerung rufen, ein fiktionales Spiel. Das ist natürlich nicht wirklich passiert, und alle, wie sagen sie es immer, alle Ähnlichkeiten zu bestehenden Charakteren oder Geschehnissen sind reiner Zufall. Ja, und deswegen, mir hat's wirklich Spaß gemacht und es war echt ein geiles Game. Wie gesagt, vorbei ist es noch nicht, der Alone-Modus wird noch kommen. Aber ich glaube, von der Storyline
ist es jetzt erstmal vorbei. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das nächste Let's Play wird, denn das werde ich dann erst wieder aufnehmen, wenn ich aus Costa Rica zurück bin. Falls ihr übrigens mal wissen wollt, wie es in Costa Rica so zugeht, könnt ihr auch gerne mal auf meinen anderen Kanal reinschauen. Der heißt einfach nur ich, quasi ohne .lp. Ja, das wäre doch mal eine nette Sache, glaube ich. Aber ich will jetzt auch keine große Werbung machen, da sind die Voice Talents, die nochmal aufgezählt werden. Und die ganzen anderen, an die wir uns nochmal erinnern können. Die ich allerdings meistens gar nicht kenne. Ja, wie gesagt, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich lasse euch jetzt mal, glaube ich, hier mit dem Abspann alleine. Red jetzt nicht mehr so viel dazu. Und würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Oder vielleicht bei den Alone-Folgen. Oder vielleicht schaut ihr nochmal bei den alten Folgen vorbei. Falls ihr noch nicht das ganze Let's Play gesehen habt, könnt ihr natürlich das gerne tun. Die Playlist ist aber, glaube ich, nochmal in der Endcard dann verlinkt. Von daher würde ich sagen, lasse ich euch jetzt mal allein. Mir hat es mega Spaß gemacht und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Dank Ihnen hatte das CTOS ein erfolgreiches Jahr. CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS. Die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt.